Und hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Und willkommen zu einer neuen Folge Gaming with Ben oder zu einem Spezial. Und zwar, ich wollte ja schon mal vor längerem eine Roomtour machen. Und ich würde sagen, wir fahren auch erstmal mit dem Elternhaus an, da ich ja noch hier bin, weil es ist ja noch Weihnachten und so. Und deswegen fahren wir mal da an und dann gehen wir rüber, mache einen Schnitt und dann gehen wir rüber zu meiner Wohnung. Also. Und ja, hier haben wir die erste kleine Sammlung, kann man sagen. Und zwar, ich habe ja alles mit rübergenommen in meine Wohnung jetzt. Und ja, viel ist nicht mehr da geblieben, außer es ist ein bisschen dunkel hier, sehe ich gerade. Das ist das gute Winter. Und dass mir die Lampe hinten im Rücken steht. Und zwar, da haben wir meinen kleinen Sonic. Kleinen Doraemon. Den Todd. Irgendeiner aus Donkey Kong. Ich muss gerade mal gucken hier. Sind hier Sparlampen drin verbaut worden oder? Naja, ich mache am besten gleich nochmal ein Foto und schneide das damit rein. Damit ihr es besser sehen könnt. So, was haben wir hier noch? Ja, ich bin damals ganz begeistert gewesen auf Figuren von Comic-Helden, ne? Wie von die Maske. Da haben wir noch. Na. Wer kennt den noch? Einen Gameboy! Da fehlt noch das grelle Licht jetzt und der grelle Schein und natürlich viele. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann jetzt. Ich mach gleich nochmal ein Foto. Nintendo 64 Spiele und Amiga Spiele sind hier auch noch alles drin. Schwarze Auge, Klinge des Schicksals und all so ein ganzen Mist. Was man natürlich alles wundertoll braucht. Jetzt werde ich nochmal ein Foto mit reinschneiden. Und damit ich natürlich mal, wenn ich bei meinen Eltern bin, keine Langeweile habe, steht hier noch eine gute PlayStation 3. Werde ich auch noch gleich mal ein Foto machen oder heller machen, da das Video. Und eine Dreamcast. Und natürlich viele schöne Spiele dabei. Und natürlich direkt am Fernseher angeschlossen. Boah, das kann man glaube ich gar nicht mehr sehen. Meine Super Nintendo. Und daneben die NES. Ich schneide einfach ein Foto von da rein. Das ist viel zu dunkel jetzt alles. Da habe ich natürlich noch viele schöne Spiele für. Viele schöne Spiele. Viele schöne Spiele. Ich habe natürlich noch sehr viel mehr und hier und da, aber das Ganze liegt alles auf dem Dachboden, ne? Mit den Atari 2600, Amiga, Nintendo 64, wo ist überhaupt die PlayStation 1? Achso, die ist bei mir in der Wohnung, die Xbox habe ich auch in der Wohnung. Sega Master System 2 liegt oben auch noch auf dem Dachboden alles. Ja, weil es ist einfach zu viel, da ist gar kein Platz mit. Und ja, nächstes Mal sehen wir uns in einer schönen, besseren Beleuchtung und natürlich bei mir zu Hause in der Wohnung. Und da zeige ich euch den Rest natürlich. Und hallihallo hier, hier bin ich auch schon wieder und zwar jetzt mal in meiner Wohnung. Und zwar, wir fangen auch mit dem ersten schönen Ausstellungsstück an, oder ja, was eigentlich direkt neben meinem Bett steht, um morgens aufzustehen, um wach zu werden. Eine Figur von Sin City und zwar Marv auf den elektrischen Stuhl. Bin natürlich Stromschocker. So, und jetzt hoffe ich natürlich auch, dass ihr schon alle wach seid. Und zwar komme ich hier zu meinem nächsten Schrank. Und zwar, was haben wir hier noch? Soundtracks. Ja, ich bin ein begeisterter Soundtrack-Sammler. Und zwar einmal hier Mirror's Edge, Silent Hill 3. Ja, beide noch original eingepackt. Ich weiß nicht, ich mag sowas einfach nie auspacken. Und einmal der Soundtrack von Resident Evil. Von, ja, Resident Evil 1 Slipknot. Muss natürlich auch sein. Unter anderem natürlich noch vieles mehr hier drin, ne? Und zwar, was ich mir auch mal geholt habe oder gekauft habe, ist der GPSX RIS. Ja, den muss man leider importieren lassen, was es in Deutschland nicht gibt. Ein Emulator-Handheld sozusagen. Mehr Touchscreen das Ganze. Na, block doch mal auf. So. Kann ich euch auch mal zeigen. Schön, ne? Kann man auch einfache Flash-Spiele drauf spielen, die man sich aus dem Internet geladen hat. Ein schönes Ding, muss ich sagen, ein schönes Ding. So, eingepackt wieder und rein wieder in den Schrank. Generell, wenn ich euch sagen sollte, wo meine PC-Spiele alle sind, ja, ist schwierig zu erklären, weil die sind nämlich überall in meinem Zimmer. Was ich hier noch habe, ist einer meiner größten Schränke sozusagen, wo noch Figuren drin sind. Hier einmal von,
ja, ein bisschen dunkel schon wieder hier. Muss ich noch erhellen, das Video. Und zwar hier einmal von Warhammer und einmal Alien. Von Alien vs. Predator und ja, Alien die Wiedergeburt und so weiter natürlich. So, dann ein Plüsch Star Raider. Yeah! DVDs über DVDs. Silent Hill. Resident Evil. Damnation meine ich. Mario-Figur, Luigi-Figur. Ein Pilz habe ich auch noch hier. Die gab's bei McDonald's. Yeah! Und dann haben wir noch hier Stinkefinger aus Gold. Silent Hill 2, also das ist das komplette Spiel, kann man sagen, als Video, was man sich kostenfrei im Internet downloaden kann. Ja, Zockerfilme wie Noobs zum Beispiel. Und natürlich meine ganzen Xbox 360 und Xbox. So, also ja, hier muss ich erstmal gerade ein bisschen sortieren, das Ganze, weil indizierte Titel darf ich ja hier nicht zeigen und so weiter, wegen, ja, ihr wisst ja schon. Und zwar so wie, ja, man Young, das Männerjagen, darf ich natürlich hier nicht zeigen, darum auch Verfälschung des Titels hier von mir. Und zwar, ja, was haben wir denn eigentlich noch für Spiele, die nicht indiziert worden sind? Ja, GTA hat bestimmt jeder, GTA 3. Wo man einfach gesucht hat, Army of Two habe ich letztens gezockt mit meiner Schwester. Gibt einen Daumen nach oben auf alle Fälle. Was ich auch ganz gut finde, und zwar als, ja, als seltenes Spiel kann man das so vielleicht sagen, oder was einfach in diese Sammlung gehört von Alien und so weiter, und zwar Predator für Xbox. Muss man natürlich haben, unter anderem. Ja, was soll ich euch sagen, ich habe einfach zu viele. Ich zeige euch mal ein paar meiner Lieblingsspiele, so wie Hulk. Als Comic-Sammler muss das einfach sein. Xbox 360 habe ich natürlich auch soweit noch ein paar, so wie Halo 3 sehe ich gerade, 4.1, 4 Files, 4.2, 4 Reborn und 4.3. Boah, ich liebe einfach die Serie, das kann man kaum beschreiben einfach. Das ist einfach eines der besten Horror-Action-Shooter-Spiele, die ich je kenne eigentlich. Gut, Condemned geht natürlich auch noch. Hier sieht man, was man sich in meiner Wohnung verbirgt, unter meinem Fernseher. Eine Xbox, ja, ich weiß nicht, zwischendurch spiele ich auch noch Xbox, die ganz alte. PlayStation 3 natürlich und meine PlayStation 1. Oh, und da fehlt noch der Lichtschein und so weiter. Spiele wie San Amero, Wahnsinn, wo das Auge hinreicht. Hier PlayStation 3, was ich noch zu Weihnachten bekommen habe, schön. Lollipop Chainsaw. So. Und Zor 2, noch original eingepackt, weil ich kam noch nicht dazu, das Ganze auszupacken. Ne? Eins meiner Lieblingsspiele. Na, was kann es sein? The Last of Us. Und natürlich Beyond Two Souls. Es muss einfach sein. Ich weiß nicht, es ist einfach zu gut. Ja, und natürlich nämlich, weil ich ja eine PlayStation 1 habe, hat er natürlich noch, na was? Ah, PlayStation 1 Spiele, ja genau. Und hier haben wir noch schon meine PlayStation 1 Spiele. Dieser Karton wird nur alle 100 Jahre einmal geöffnet. Ja, weil das halt so ist. Was haben wir denn hier drin noch? Gur Panic. Aha. Metal Gear Solid 1. Ein klassisches Spiel. Ich werde es eigentlich nachher mit zocken. Oh, Spawn 1. Spawn the Internet. Als Comic-Sammler muss man haben, so wie auch die Alien-Trilogie. Weiß ich, ist einfach geil. Oh, das habt ihr nicht gesehen. Zocker, was ist das hier drin? Oh, scheiße. Und hier, was vielleicht alle von euch kennen werden und wo die Herzen höher schlagen. Final Fantasy 9. Und Final Fantasy 7. Und natürlich noch Final Fantasy 8. Wie soll es auch anders sein? So, und zum Abschluss meiner Roomtour gibt es jetzt nochmal einen kleinen Überblick über meine kleine Comic-Sammlung, kann man sagen. Und zwar, ja, gehört natürlich, denke ich mal, dazu. Und zwar haben wir hier einmal eine Lobo-Special-Ausgabe von The Green Lantern. Spawn natürlich, gehört natürlich dazu. Ghost Rider muss natürlich auch mit drin sein, das Ganze. Natürlich sind alle noch eingeschweißt. Oder wieder eingeschweißt, sagen wir es mal lieber so. Watchmen haben wir natürlich auch noch hier drin, das Promo-Heft zum Kinofilm sozusagen. Muss natürlich auch sein. Simpson Horrorshow, wer liebt sie nicht? Und hier ist nochmal Hellraiser Konstantin. Oder Konstantin Hellblazer eher gesagt. Hellraiser, wieso habe ich Hellraiser gesagt? Das streichen wir raus. Hellblazer meine ich.
Und zwar, so sieht das Ganze nämlich aus. Konstantin Hellblazer. Da ich ja davon auch ein Let's Play gemacht habe von Konstantin, hier nochmal der Comic. Ich müsste auch irgendwo noch ein anderes haben. Die ist nie so weit in Deutschland erschienen. Und zwar, ja, darum kommt das Ganze aus dem Ausland, ne? Aus Amerika. Noch hier alles finden ist drin. Sin City gehört natürlich dazu, kann man nichts weiter sagen. The Darkness gehört natürlich auch dazu. Ich habe beide Spiele davon gespielt, einmal für Xbox 360 und einmal für PlayStation 3. Und ich muss sagen, es ist einfach, ja, es ist richtig geil, muss ich schon sagen. Lobo Special Ausgabe, The Duck. Ich überlege gerade, ich suche nämlich gerade was. Spawn Ausgabe 2. Oder geprägte Version 2 kann man sagen. Ist ja wieder Nachdruck gewesen alles. Star Wars, Hellboy, Spawn. Jetzt rutscht mir die Brille von der Nase. Batman, Simpson, Spider-Man. Simpson. Wenn ihr mehr sehen möchtet von den ganzen Sachen hier, dann schreibt mir doch einfach schon mal in die Kommentare mit rein. Dann kann ich ja auch mal ein großes Video darüber machen. Ein Alien-Comic habe ich auch. Alien-Comic. Es gab sogar von Kasper einen Comic. Okay, die Mad gehört jetzt nicht zu den Sammelcomics. Ich bin gerade aufgestanden. Nicht zu den Sammelcomics. Ist aber doch schon, schon wert reinzuschauen. Sagen wir es mal so. Spirit haben wir auch noch nicht mehr. Alle drei Bände. Was natürlich auch ganz geil ist, wer den Film kennt, oh, Coraline. Habe ich mir nämlich den Comic geholt. Und aus Comicbuch natürlich Resident Evil darf natürlich bei allen Zockern nicht fehlen zu Hause. Oder doch, ich weiß ja nicht. So, aber von hier aus war es das, glaube ich, erstmal das Ganze. Und ja. Ja, und von hier aus war es das Ganze auch erstmal. Und wenn ihr mehr davon sehen möchtet, dann schreibt es doch einfach in den Kommentaren mit rein. Ich hoffe, diese kleine Roomtour hat euch ja Spaß gemacht. War interessant. Ich habe keine Ahnung, was noch alles wunderschön ist. Ihr könnt es auch einfach in den Kommentaren mit reinschreiben. Und so wie meine kleine Katze hier, freuen wir uns auch das nächste Mal drüber, ne? Euch wiederzusehen. Ja, schön. Und zwar, wenn euch das Video soweit gefallen hat, schreibt in den Kommentaren, warum, deswegen und so weiter und was ihr noch mehr sehen möchtet und oder länger sehen möchtet sozusagen. Und ich sag von hier aus Tschüssikowski und bis denn. Und oben rechts Abonnier-Button gerne drücken und betätigen oder Button raufhauen, slashen, bashen. Und ja, ich sag von hier aus Tschüssikowski und bis denn. Und natürlich bis dahin immer schön weiterzocken. Also, tschüss.